Hallo. Also wir sind hier am Parkplatz vom Cap Arcona, mittlerweile schon das zweite Mal, weil beim ersten Mal hat der junge Mann hinter der Kamera leider nur auf Foto gedrückt. Aber mit mir ist auch der Jonas und der Chris und die werden gleich loswandern, während die älteren Herren natürlich standesgemäß in der Chuchu-Bahn an den Leuchtturmen vorfahren werden. Ihr werdet dabei sein. Die ersten 7 Euro sind übrigens schon weg für den Stellplatz. Also wenn man wandern möchte, dann startet man hier an dem Parkplatz, wo wir gerade sind. Durch Puttgarten, vorbei am Rügenhof, hier hoch nach Arcona, zum Kap. So sieht es dann da aus. Und dann könnte man noch nach Witt. Das ist so ein Fischerdörfchen, das sieht man da. Also eigentlich kann man jetzt auch fahren, weil man hat alles gesehen. Wir haben uns jetzt übrigens doch entschieden zu laufen und es ist sehr, sehr gemein, was die Einwohner von Puttgarten hier mit den Touristen veranstalten. Denn permanent rechts und links der Straße versuchen Biergärten und weitere Köstlichkeiten uns von der Wanderung zum Cap Arcona abzuhalten. Aber so einfach ist das gar nicht, auch wenn Krebs, Bratwurst und Co. locken. Ja, das ist die Bahn. Mit ihr kann man natürlich zum Cap fahren oder nach Witt und natürlich wieder zurück zum Parkplatz, wenn man jetzt sagt, ach, wandern ist nicht so meins. Aber ist gut gefüllt. Ja, für die Touristen gibt es ja auch noch wichtige Infos und spannende Infos rund um Puttgarten. Zum Beispiel hier an der Gemeindeeiche. Hier genau teilt sich der Weg auch zum Cap Arcona und in das Fischerdörfchen. Da kann man hier einfach den QR-Code scannen und dann erfährt man etwas, zum Beispiel hier über die Eiche. So sieht das Ganze dann aus und dann kann man sich hier anhören. Und ich bin gerade Dorfstraße 21a, für die, die mich abholen wollen. Los geht's, jetzt die rund 1 Kilometer nach Witt. Schon. Das ist das Fischerdörfchen. Wir haben hier eine wunderbare Aussicht. Getreide rechts und links und so ganz im Hintergrund zeichnen sich auch schon die Leuchttürme vom Cap Arcona ab. Tatsächlich eine richtig schöne Wanderung zum Entschleunigen, obwohl Wanderung, ein Spaziergang, nennen wir es einen Spaziergang. Ich bin jetzt hier tatsächlich auf einer Bank angekommen, hier ist alles, was man braucht, hier ist ein Papierkorb, man kann ein kleines Picknick machen, also um dann die Sachen, die man gepicknickt hat, die Reste in den Papierkorb zu werfen, nicht umgedreht. Man kann auf die Leuchttürme schauen und es ist tatsächlich völlig entschleunigend und ab und an kommt mal die Pferdekutsche hier vorbei und die dauert natürlich keine 38 Stunden, bis man damit hier die Rundfahrt gemacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange es dauert und es ist einfach gemütlich. Macht das einfach, wenn ihr hier seid.
sind angekommen in Witt. Und der Ortsname, der stammt wahrscheinlich so von dem Begriff Witte ab, was so altertümlich hieß für einen Stapel-Anlandeplatz. Und das passt ja hier direkt an der Ostsee. Wann der Ort gegründet wurde, das ist gar nicht so genau bekannt. Man geht sogar davon aus, dass schon im 10. Jahrhundert hier ein entsprechender Hafen war, beziehungsweise eine Fischerstelle für die slawische Burg. Und die erste tatsächliche urkundliche Verbriefung, die stammt aus dem Jahr 1290. Ostseewellen rauschen hier im Fischerdörfchen unten natürlich, wo das Meer, die Ostsee, den Strand küsst. Und im Hintergrund, da seht ihr schon das Kap Arkona, da geht's gleich hin, aber jetzt gibt's erstmal ein Käffchen. Der Strand ist hier ganz schön steinig. Oho, was liegt denn hier? Guck mal, also das ist ein sogenannter Anhaltkiesel. Wenn man die irgendwo findet, diese bunten Steine, hier hinten steht es auch drauf, es gibt eine Facebook-Seite, dort einfach auch mit dem Hashtag Anhaltkiesel posten, mitnehmen und woanders den Stein wieder hinlegen. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Steine um die Welt wandern. Aber war jetzt natürlich ein bisschen gespielt, das hat man durch mein schauspielerisches Talent natürlich nicht gemerkt. Deshalb lasse ich den Stein jetzt einfach hier liegen und wir gucken mal, wo dieses Muster noch überall auftaucht.
hinter uns tuckert die Chuchu-Bahn, die vom Parkplatz zu den Leuchtturmen fährt. Warum ich jetzt ein anderes Hemd anhabe, ist ganz einfach begründet. Wir waren auf der Wanderung zwischen Fit und den Leuchttürmen und es kam ein Regenschauer ohne Ende. Wir waren alle nass bis auf die Knochen, sind dann zurück ins Hotel, haben heiß gebadet, jeder natürlich für sich, und sind dann noch einmal hierher gefahren bei strahlendem Sonnenschein. Und jetzt sind wir aber einfach zu faul zu laufen und haben uns hier die Tickets für diese Chuchu-Bahn gegönnt und fahren da gleich wieder hoch. Capacona schon vor vielen, vielen Jahrhunderten Menschen gesiedelt haben. Davon zeugt auch der Überrest eines slawischen Burgwalls. Der soll so um das Jahr 1000 erbaut worden sein und für 200 Jahre immer mal wieder zerstört, aufgebaut und war ein wichtiger Schutzwall, unter anderem für diese Kultplätze, die hier waren. Also hier sieht man das, was die Archäologen zwischen 1868 und 2012 so alles gefunden haben. Man hat vermutet einen Tempel, einen Kultplatz und natürlich diverse Häuser. Und auch heute sind die Archäologen noch am Forschen und das müssen sie auch, denn durch die natürliche Erosion gehen hier jedes Jahr zwischen 30 und 50 Zentimeter Steilküste verloren. Das sieht man ganz gut hier oben. Guckt mal, hier, das war 1830. Bis hier vor ging es da und hier sind wir jetzt im Jahr 2012 gewesen. Und jedes Jahr raubt sich die Witterung ein paar weitere Zentimeter. Guckt mal, wer mir hier gerade über den Weg gelaufen ist. Der Landentdecker Jonas, guckt auch unbedingt in diesen Kanal mal rein. Vielleicht seht ihr da auch mich. Jonas, du weißt, was das für ein Turm hier hinter uns ist, ne? Richtig, das ist der ehemalige Marine-Peilturm, der 1927 in Ziegelbauweise erbaut wurde. Und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges diente er als Beobachtungspunkt des Funkverkehrs in der südlichen Ostsee. Aber leider wurde er 1945 zerstört. Jedoch 1966 wurde er gleich wieder saniert und aufgebaut. Und wenn Ihnen das jetzt ein bisschen Angst macht, wie sich so ein junger Mensch diese ganzen Jahreszahlen merken kann, mir auch. Und auch das sieht man nicht alle Tage auf Augenhöhe mit einem Leuchtfeuer, was oben in einem Leuchtturm ist. Blitz, Blitz, Blitz und dann kein Blitz. Und das Ganze wiederholt sich alle 17 Sekunden. Das ist sozusagen die Kennung vom Cap Arcona. Und das 24 Stunden, also hier unten zumindest. Oben natürlich erst, wenn es dunkel wird. 21 Meter hoch ist der Turm, der rechteckige hier hinter mir, nach Plänen von Schinkel entworfen. Und der ging 1827 in Betrieb. Aber der war gar nicht so lange in Betrieb, denn er wurde schon um die Jahrhundertwende. 1901/2 wurde ein weiterer Leuchtturm gebaut, der dann auch deutlich höher ist mit 35 Metern und der ist auch heute noch in Betrieb und ungefähr 40 Kilometer kann man das Leuchtsignal sehen. Am Fuße des Schinkelturms gibt es viele eingelassene Platten und das sind nicht etwa Gräber, sondern man kann am Capacona auch heiraten. Und hier können die frisch Vermählten dann eine Platte ihrer Liebe einlassen lassen und somit die ewige Zusammengehörigkeit bekunden. Was mir nicht bekannt ist, ist, ob man, wenn man sich dann irgendwann scheiden lässt, die Platte wieder rauskratzen muss. Zahlreiche Bunker zeugen auch von der militärischen Bedeutung des Caps Arcona. 1915 ging der erste in Betrieb und einige von ihnen können auch besichtigt werden. Tja, diese Treppe oder das, was von hier übrig ist, die bin ich vor zahlreichen Jahren tatsächlich noch runtergelaufen zur Ostsee, die sogenannte Königstreppe. Aber ihr habt es bestimmt mitbekommen, damals vor einigen Jahren gab es hier einen Todesfall. Und zwar haben sich viele, viele Tonnen Kreidegeröll gelöst und dabei ist ein junges Mädchen ums Leben gekommen. Und deshalb ist auch die Königstreppe jetzt gesperrt, denn auch immer noch die Region hier ist immer noch aktiv.
und somit könnte es weitere Rutschungen geben. Aber wer gerne runter möchte, der muss einfach nur 500 Meter in diese Richtung gehen und die Veilchentreppe nutzen. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass das Kap Arkona der nördlichste Punkt in Mecklenburg-Vorpommern sei. Das stimmt nicht. Von dort aus muss man noch ein paar Meter laufen zum sogenannten Gellort. Und hier hinter mir da ungefähr, wo dieser Stein da ist, das ist dann auch der nördlichste Punkt des Landes und war somit auch der nördlichste Punkt der ehemaligen DDR. Ich gehe da jetzt nicht runter, weil wenn ich da runtergehen würde, müsste ich wieder hoch. Uns jetzt gemütlich gemacht hier auf dem Rügenhof in Puttgarten. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, spielt eine Band. 188 Einwohner gibt es hier mit allen Ortsteilen, die in der Region sind, und rund 800.000 Besucher kommen jedes Jahr hier ins Kap Arkona. Und die meisten davon essen auf jeden Fall so eine Waffel. Somit guten Appetit, macht's gut und bis bald. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard.